Willkommen zu einem ganz neuen Format hier bei Bundesliga. Es nennt sich Viel gewinnt. Ja, ihr seid vertraut mit dem Spielprinzip von Viel gewinnt. Wir haben dem Ganzen natürlich einen ganz besonderen Twist gegeben. Wir wollen Spieler von euch wissen, die jeweils bei zwei Vereinen gespielt haben. Also jetzt zum Beispiel hier, wir nehmen mal direkt oben das Beispiel. Welcher Spieler hat bei Mainz 05 und dem HSV gespielt? Es gibt allerdings noch einen kleinen Catch, denn wir reden hier nur von den letzten 14 Jahren, also von 2010 bis heute. Keine Spieler aus den 80ern oder sonst irgendwas, sondern in den letzten 14 Jahren. Abwechselnd darf getippt werden. Wenn es stimmt, färben wir das Feld in eure Farbe. Tobi hat blau, Nils hat rot und der Plan ist es, ein 4 gewinnt, also 4 senkrechte, waagrechte oder diagonale Treffer zu erzielen. Habt ihr das soweit verstanden? Verstanden. Man muss da dazu sagen, wir werden es nicht so spielen, dass wir von unten anfangen, sondern, also man kennt das ja, bei 4 gewinnt schmeißt man ja seinen Chip dann normalerweise rein, sondern wir können jetzt irgendwo auf dem Brett anfangen und ich würde sagen, wir legen gleich los, ohne große Umstände. Wer will denn anfangen? Ich überlasse Nils den... Das ist sehr fair, das Tobi. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Okay, ich kippe das hier ein, oder? Dankeschön. Du kannst das eintippen, du kannst auch erstmal einfach sagen und dann können wir das checken. Dann darf unser Schiedsrichter Etienne das checken. Ja, ich. Warte mal. Niklas Füllkrug bei Werder Bremen und Borussia Dortmund. Das stimmt. Niklas Füllkrug. Letzte Saison. Ich gebe immer noch so ein bisschen Trivia dazu, wenn ich kann. Letzte Saison. Diese Saison. Dazu gekommen, also Mann, auf jeden Fall in letzter Zeit. Dann mache ich mal beim FC Schalke 04 und beim VfL Wolfsburg hat Naldo gespielt, sage ich. Das gucke ich doch mal nach. Ist das auch in den letzten 15 Jahren gewesen? Ich glaube, der muss nur in den letzten 15 Jahren gespielt haben, weil das hat ja bei beiden, bei beiden Vereinen muss er gespielt haben in den letzten 15 Jahren, ne? Ja, wenn es, also der Hauptteil hat bei beiden Vereinen gespielt, sonst engen wir uns da, glaube ich, sehr. Ich bin hier der Schiedsrichter. Dann kannst du dir einfach neue Regeln erfinden. Das hättest du mir vorher sagen müssen. So, jetzt muss ich erstmal Naldo filmen, wenn man Naldo bei Transfermarkt eingibt. Ja. Ronaldo Aparecido Rodriguez ist der richtige Name. Sehr schön, jetzt sieht man das auch. Stark. Damit ist nichts wieder dran. Man muss natürlich auch ein bisschen taktisch denken, nicht nur die, die man kennt, sondern man ist natürlich auch jeder, der gewinnt. Sag mal, wie ist das eigentlich jetzt, wenn ich, darf man mehrere, also darf ein Spieler mehrfach auftauchen? Du willst einfach jetzt Naldo mir wieder wegnehmen, oder? Nee, was ist dir wegnehmen? Ja, exakt. Ja. Wenn er für beide Vereine gespielt hat, dann ist das ja richtig. Ja gut, dann Naldo hat ja auch gespielt für Bremen und für Wolfsburg. Deswegen würde ich Naldo, ihn würde ich jetzt Tobias mal blocken wollen mit Naldo. Ja. An Ronaldo, warte, dann Naldo, nee, nicht Rodriguez. Ach Gott. Ronaldo Aparecido Rodriguez. Oh Gott, ich gebe einfach Naldo ein. Dann kann ich hier auf der Seite direkt runterscrollen. Ich glaube, den Punkt können wir da auch geben. Was hast du gesagt? Bremen? Bremen und Wolfsburg. Ja, von 2012, stimmt gar nicht, von 2006 bis 2012 und dann von Bremen für 4,8 Millionen nach Wolfsburg gewechselt in der Saison 12-13 und das ist natürlich komplett richtig. Jetzt muss ich dich natürlich ein bisschen blockieren und ich sage bei Bayern und Bremen. Naldo. Marco Friedl. Bei Bayern und bei Bremen. Ich hätte aber auch Naldo sagen können, das wäre lustiger gewesen. Das wäre lustiger gewesen, wäre aber leider falsch gewesen. Wieso? Weil Naldo nicht für Bayern gespielt hat. Ne? Naldo hat nicht für Bayern gespielt. Gib einfach ein. Ja, mach ich. Wen gibst du ein? Mi Friedl. Marco Friedl. Mi Friedl? Marco Friedl. Ah, Marco Friedl. Marco Friedl. Muss ich jetzt schon taktisch denken. Das ist schon, ich kann gar nicht mehr mich selbst bauen. Ich muss einfach nur dich blockieren. Wir haben ihn transferiert in der Saison 17-18. Erst als Laie und dann für 3,5 Millionen von Bayern nach Bremen 2019 meine ich. Das ist komplett richtig. Damit ist Nils an der Reihe. Dann sage ich, mal gucken, wo ich Tobi da ärgern kann. Nirgendwo so richtig. Ich habe da keinen. Doch, da wäre zum Beispiel ganz gut. Möchte hier zwei Sachen kaputt machen. Das finde ich gut. Dann sage ich Schalke und Bayern Sebastian Rudi.
Schalke und Bayern Sebastian Rudi. Und ja, das ist richtig. Mach den Ping ab. Das wissen wir alle. Ich habe da jetzt ja überhaupt keine, dadurch, dass mir kein Dortmund und Schalke-Spieler einfällt in diesem Zeitraum, ist das gar nicht so einfach. Luis Holtby hat für Schalke und für Mainz gespielt, meine ich. Ja, das ist richtig. Allerdings, Moment, liebe Regie, wir wollen gucken, ob das auch zeitlich hinhaut, oh, weil das nee, ist natürlich schon eine Weile her. Ja, Luis Holtby ist aber noch aktiv, deswegen zählt das. Ist noch aktiv, aber 2010 haben wir gesagt. Nach 2010 bei Mainz gespielt haben. Er hat in. Ja, aber ich dachte, es geht um Karriere. Ja, eigentlich auch. Also, ja. Etienne hat jetzt hier die Regeln hier so scharf gemacht. Ja, mir wurde gesagt, ab 2010. Na, Karriereende. Wenn er noch spielt, sozusagen, ist ja, glaube ich, egal wo, aber wenn er noch spielt. Okay. Es war zum Glück in der Saison 10-11, hätte also so oder so noch gegolten. Damals die, wie haben sie sich genannt? Die Trailer Park Boys oder so. Ja, Nils ist dran. Bin ich dran. Und ich sage Folgendes. Stuttgart und Wolfsburg, oh, Thiago Tomasch. Stuttgart, Wolfsburg, Thiago Tomasch, glaube ich, können wir schnell richtig eintragen. Da ist er erst zu dieser Saison gewechselt, als Nachfolger für Marmoush gekommen. Und damit haben wir hier schon eine sehr gefährliche Konstellation. Ja, aber ich muss das jetzt blocken. Ich kann ja nichts anderes machen, als dich immer nur blocken da hinten. Ja, und du hast jetzt auch eine Doppel, du hast jetzt eine doppelte Chance. Du hast jetzt eine Chance auf Sieg, du Pisser, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Nee, wieso denn? Na klar. Ich sag Jonathan Tah bei HSV gegen Leverkusen. In der Hoffnung, dir das Leben schwerer zu machen. Machst du nicht. Das ist ja unfair. Ah, okay. Deshalb zwei. Das ist natürlich auch richtig. Ich sage Dominic Kohr. Bei Eintracht Frankfurt und Mainz. Richtig. Mhm, gut. Und damit haben wir hier schon einen Sieger. 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich sollte man hier 5 Gewinn machen, damit das mehr Sinn ergibt und nicht doppelt. Nein, ich habe es auch einfach ziemlich dumm gespielt. Ich habe da überhaupt nichts gemacht. Er konnte ja sein Spiel da durchziehen. Ich habe überhaupt nichts gemacht, womit ich ihn jemals blockiere. Ich habe nur an den Außen gesetzt, sodass er da die Mitte frei hatte. Ich da haben wir vom Taktik-Fuchs ein bisschen mehr erwartet. Da haben wir mehr erwartet. Das war sehr, sehr dumm von mir. Herzlichen Glückwunsch an dich, Nils. Vielen Dank. Auch starkes Spiel. Ist schwierig. Schwieriges Spiel, vor allem sich in der Kürze der Zeit. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Muss man mal selber spielen. vielleicht machen wir in der nächsten Runde eine unterschiedliche Paarung. Wir gucken mal. Aber es ist ganz lustig. Dann überlegt doch mal gerne in den Kommentaren, was hättet ihr denn für Spieler genommen? Es gibt ja zahlreiche Spieler, die die Vereinswappen gewechselt haben. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, 4 gewinnt.